Oh ja, hier kommt man durchaus ein bisschen. Achso, das ist aber auch gemacht. Wegen dem Aussichtspunkt hier. Ups, das verändert hier die Map. Ja, jetzt würde ich aber trotzdem gerne irgendwie ein bisschen weiter höher kommen. Also das ist ja schon geil. Oder kommt man da irgendwann eh rein? Ich lasse das erstmal nochmal für später, weil wenn ich das nicht unbedingt schaffe, dann machen wir das später. Wir müssen jetzt erstmal hier diese Story weitermachen und wir sind ja schon so weit, dass wir knapp da sind. Also sollten wir vielleicht auch mal dann langsam mal dahin. Mal kurz, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Nee, außer natürlich diesen einen Punkt, aber den Punkt, den... Yo! Wir haben ein bisschen viel an Gegner. Alter, was liegt denn da? Veteran! Da ist ein Veteran dabei. Lass mich in Ruhe. Gegner besiegen ist nämlich schon gar nicht mal so schlecht. Ja, weil man dann diesen Pfad hier levelt. Wieso werden die denn hier angegriffen? Ist hier irgendwie noch andere Spieler? Das sehe ich hier gar nicht. Was kommt denn da an, bitte? Ja, da ist ein Veteran, elementar, geil. Also ich sag mal so, tschüss. Ich nehme hier durchaus vielleicht nochmal ein paar Gegner mit. Ah, Moment. Der hilft uns. Bestimmt. Ich weiß es. Ich spüre es. Wieso? Jetzt. Okay. Na, vielleicht auch nicht. Doch. Er hilft mir. Vielleicht hilft er mir doch nicht. Oder doch. Oder nicht. Er weiß es schon. Ach, das sind sogar zwei Veteranen-Elementare. Ja. Vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, aber Situation doch noch erfolgreich überlebt. Oh, da oben ist ein... Oh, den will ich mitnehmen, den Punkt hier oben. Wobei es auch safe wäre, vielleicht hier unten erstmal hinzugehen, aber ich gehe erstmal nach... Nee, ich gehe erstmal nach da oben. Erstmal will ich diesen Punkt hier am Ort gemacht. Das war doch erst nicht so schwer. Und jetzt gehen wir nach da. Ist das ein Dorf? So weit hier draußen? Ein Zirkus auf den Feuerinseln. Das muss ich mir näher ansehen. Was? Ein Zirkus? Also ja, ich weiß, dass in Guild Wars 2 durchaus, wenn man mit den Menschen
anfängt, die Möglichkeit hat, einen Weg auszuwählen, dass man irgendwie ein Zirkus ist und dann auch eine Mission hat, die eher zum Spaß ist, aber auch eben mit Zirkus zusammenhängt. Aber jetzt sind wir hier nochmal bei einem Zirkus. Und ich habe den Zweig auch nicht ausgewählt, weil ich das echt so ein bisschen als Fun fand und ich wollte meinen Charakter jetzt vielleicht auch ein bisschen ernsthafter spielen. Das Spiel hat ja sowieso schon sehr, sehr viele lustige Sachen, die man nicht so ernst nehmen sollte in dem Spiel hier drin. Naja, wo kommen wir da oben? Da kommt man doch eigentlich ganz leicht hin, oder? Ich hatte so meine Zweifel, einen Faultier-Raubling aufzuziehen. Jetzt ist sie ausgewachsen und bin ich nicht gewesen. Okay, dann Bing gemacht. Bing, warum? Weil hier eine Mission ist. Gunst des Zirkus gewinnen. Warum ist denn das so abseits? Ist der Zirkus da noch viel größer? Oder ist da der eigentliche Zirkus? Das werden wir gleich herausfinden. Von allen Dingen auf dieser stinkenden Insel ist ein wummendes Faultier noch das amüsanteste. Dieses Faultier ist unglaublich anspruchsvoll. Warum ist sie so wütend? Wir füttern sie doch immer. Wie konnte sie einfach so auffressen? Miau. Ist das ein Faultier? Katze? Kundschaft. Echte Kundschaft. Moment mal, ich bin gar nicht vorbereitet. Willkommen beim ersten und einzigen Zirkus der Glutbucht. Hier werdet ihr Zeuge der größten Wunder, die Tyria zu bieten hat. Wollt ihr eine Eintrittskarte? Keine Zeit im Moment. Ich suche nach einem uralten Gerät, hergestellt von Zwergen. Es soll hier in der Nähe eins geben. Kennt ihr es? Auf der Suche nach altem Zeug, ja? Ich habe da ein Stück, das euch interessieren könnte. Weiß nicht, ob es von Zwergen stammt, aber alt ist es jedenfalls. Ich könnte mich breitschlagen lassen, euch kostenlosen Eintritt zu gewähren, wenn ihr mir bei der Arbeit helft. Ansonsten kommt ihr nur mit Karte rein. Hier ist meine Karte. Wenn ihr mich nicht zu der Maschine lasst, fliegen die Feuerinseln in die Luft, mitsamt eurem Zirkus. Oh, naja, ich schätze, das Protokoll können wir heute mal außen vor lassen. Geht nur rein. Seht euch eines der größten Mysterien der Glutbucht an. Ja. Wo bin ich denn jetzt hinteleportiert worden? Aha. Und ja, das ist genau das Gerät, was ich suche. Fehlen nur noch zwei Maschinen. Nächster Punkt auf der Liste, der Krater. Nette Sache. So, dann schaue ich jetzt gleich mal, was er mit Krater meint. Weil wenn das wirklich der eine Krater ist, und ich denke, was ich denke, dann muss ich da per Fahrt hin. Ja, da muss ich per Pfad hin. Hallo, hier, guck mal da. Da muss ich hin, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Natürlich könnte es wahrscheinlich einen Weg hier reingehen, aber man sieht ja, es gibt durchaus leichtere Wege, da reinzukommen. Mein Pfad ist auch schon fast voll. Also nehme ich mal. Also kann ich auch schon Pfad leveln und ich kann hier unten ja auch nochmal hingehen. Da ist ja noch eine erste Mission. Da kann ich dann auch nochmal eine machen. Dann hätte ich die dritte. Da oben ist irgendwo die vierte. Da, die vierte. Und dann fehlt noch eine, die fünfte. Vielleicht ist sie ja sogar da. Ich weiß nicht. Oder da. Dann haben wir zumindest die Herzmission alles schon mal. Haha. Zurück darf ich also nicht. Gut. Dann werden wir wohl uns zurück teleportieren. So, indem ihr wertvolle Tiere bezwingt, Perlen findet, indem ihr. Also, man kann hier scheinbar viel machen.
auch Gegner töten, die vielleicht diesen Zirkus eventuell bedrohen. Auch das. Auch das gehört dazu. Weil ich finde, Gegner töten immer... Gegner töten ist so im Endeffekt das Einfachste, was man so machen kann. Achso, den muss ich... Nee. Kriegt man den auf? Die Muschel. Egal. Und ein paar Lindwürmer. Die interessieren mich ein bisschen mehr. Achso, jetzt habe ich ein paar mehr gepult. Kein Problem für mich. Aus dem Kampf raus. Oh, ich sehe gerade. So, Fahrt ist fertig. Jetzt sollte ich vielleicht erstmal hier in Dinges wieder den hier aktivieren. Einfach damit der Pfad voranschreitet hier. So. Also wir könnten da jetzt schon hin. Ich würde aber trotzdem diese Mission einmal fertig machen. Es ist vielleicht ein bisschen... Es ist vielleicht echt ein wenig uninteressant, Leute. Ja, ich weiß. Aber, ja, wir wollen ja auch mal ein bisschen... Ich meine, wir sind ja hier nicht nur, um die Mission hier zu finden. Ja, eigentlich schon. Im Endeffekt habe ich das ja in den vorherigen Sachen gemacht. Aber das ist ja hier komplett neu. Und das wollen wir natürlich auch alles ein bisschen sehen. Diejenigen, die Guild Wars 2 nicht spielen oder ne, eher sind, so sind, dass sie vielleicht sagen, ich spiele kein MMO, aber ich finde die Geschichte von Guild Wars 2 cool. Und die Gebiete, aber so gerne spiele ich das nicht. Dann kann man sich das ja hier gerne mal ansehen. Was denn das ist? Aber meine Fähigkeit hat sich geändert. Achso, weil der Hai ja jetzt aktiviert ist, ne? Ah ne, weil der im Wasser ist, deswegen. Ja, ich werde sterben hier. Das ist ja was, weil ich auch so viel gepult habe hier. Ach nee, weil hier ein Veteran-Lindwurm ist. Ich brauche Hilfe. Okay, okay, okay. Ja, wie gesagt, ich will das hier noch fertig kriegen, dann haben wir hier noch was und dann kann man sich ja mit dem Ding hier irgendwie nach da teleportieren und von da nach, ich nehme mal an, da, ich weiß nicht, was die Pfeile bedeuten, wahrscheinlich die Richtung, in die man sich teleportiert. Also, ich will das hier fertig kriegen, ja? Die Dinger nicht benutzen. Das Ding kann ich. Ach so. Deswegen, weil hier das Ding muss ich benutzen. Wenn. Ja, was haben wir denn hier? Veteran. Ja, Veteran ist nicht so geil. Aber hier kann ich. Ich will aber da oben hin. Ja, gerne den Aussichtspunkt hier natürlich auch noch mitnehmen.
Also wir haben ja einmal nämlich einen Punkt und noch ein Aussichtsgedöns. Und das Aussichtsgedöns ist da oben. Aber wie komme ich da jetzt hin? Da muss man ja mit so einem... Blip. Ja, mit so einem Katapult hinkommen. Nur welches Katapult ist denn das Richtige? Vielleicht ja dieses hier. Nee, es drückt mich aber nur hier hoch. Ich würde ja gerne etwas nehmen, wo ich, auch dahin komme, wo ich hin will. Das hier bringt mich, ja toll. Was soll ich denn damit? Da oben rauf würde ich vielleicht mal gerne kommen. Wie zum Teufel komme ich da hin? Das ist ja komisch. Oh, Moment, vielleicht. Vielleicht machen wir mal hier. Zack. Ne. Zack. Interagieren. Was ist, wenn ich hier durchfliege, dann bekomme ich Erfahrung. Hier bewegt er schneller. Ja, toll. Oh nein. Erstmal hier diesen Dschungelraptor umbringen, um ein bisschen Fortschritt zu bekommen. Oder Flugzeug kommt vorbei. Oh, Moment. Achso, interagieren. Kann ich jetzt so diese Leylinien entlang fliegen? Nein, das geht nicht! Warum nicht? Es ist so frustrierend. Wie komme ich da hoch? Ja, man sieht. Ich bin da unter den Taschenraptoren. Ah, ich besiege ja, aber mal gucken, ob ich da jetzt Fortschritt bekomme bei der Mission. Oh, ich hab die Taschenraptoren. Nein, sie bringen nichts. Sie bringen rein gar nichts. Die sind so unnötig.
muss man die jetzt hier auch wieder einbauen. Taschenraptoren. Ja, ein kleines Select gehabt. Autsch! Also wie bekomme ich diesen Punkt? Was muss ich da eigentlich abgeben? Hab ich irgendwas zum Abgeben? Also den Rollteufel bekommen. Das Wasser muss frisch sein. Wenn es verunreinigt wäre, könnte ich mit der Pflanze schaden. Das wäre natürlich nicht so gut. Das verstehe ich schon. Aber ich möchte da oben hin. Da, seht ihr das? Den Punkt da. Wie zum Teufel bist du da hingekommen? Wie zum Teufel bist du da hingekommen? Sag's mir. Wir können jetzt mal wieder ein paar Gegner fertig machen. Oh, Teufeldünger. Wenn ihr die Vorführung sehen wollt, bringt die Pflanze zum Wachsen. Nee. Ich würde gerne eine Vorführung sehen, wie man da oben zu diesem Aussichtspunkt hinkommt. Das wäre vielleicht mal etwas Tolles. Sowas würde mich interessieren. Hier war ich ja schon, ne? Hier ist ja nur dieses Hüpfpilzgedöns, was mich da nicht hinbringt. Ne? Genau. Dahin würde ich gerne. Da hinten so hin. Moment, was bist du für ein Pilz? Wohin komme ich mit dir? Da oben rauf? Und du? Was machst du? Oh, katapultierst mich zurück. Könnte ich dich aber auch nutzen? Um vielleicht... ne? Warte. Nein, geht, nee, das geht leider nicht. Ist hier vielleicht auch irgendwo ein Pilz versteckt?
ist doch öde. Das ist doch mega öde. Wie kommt man da hoch? Bestimmt habe ich irgendwas übersehen. So, ich brauche jetzt noch hier irgendwie einen Gegner, damit ich da... Oh nein, aber bitte nicht den Veteran hier. Oh, ah, gut, doch. Vielleicht doch den Veteran. Erfrischend. Au. So, und... Hoch, dann kann ich ja auch mal ein bisschen... So, ein kurzer Dankesbrief. Held, ich bin begeistert von euren erstaunlichen Taten. Ich danke euch, dass ihr mir und meinem Künstler Char, so viel Gutes getan habt. Der Himmel soll die Geschichte eures Triumphes vernehmen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Ihr könnt unser Dorf jederzeit besuchen und euch die Vorstellung ansehen. Ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Stellvertretender Oberhaupt der schiffsbrüchigen Hernades. Alles klar, ja, das ist natürlich sehr nett, hilft mir aber noch nicht, das Problem zu lösen, wie ich denn da oben raufkomme. Ja, Rollteufel, das ist sehr nett, dass du da lang rollst. Wie komme ich darauf? Gibt es irgendwo einen Pilz? Ein Pilz vielleicht, der mich da hochkatapultiert? Oder gibt es irgendwo... Oder ich muss diesen Luftstoß hier nutzen. Nein, höher, höher, höher. Geht das? Geht das? Kann man das schaffen von hier? Das geht! Das geht! Ah, hätte ich doch nicht... Nein! Okay, ich versuch's nochmal. Ich kann leider so weit nicht fliegen. Alles, was ihr braucht, ist ein wenig Dünger und etwas frisches Wasser. Sucht in der Nähe danach. Ich müsste mal gucken. Ich kann leider so weit nicht fliegen, weil ich den Skill nicht habe, also den Part nicht gelevelt habe, dass ich... Oh, was habe ich jetzt in der Truhe bekommen? Kann ich auf dem Baum einfach rauf? Ja, also das funktioniert mit dem schon mal nicht. Kann ich denn von da oben? Das müsste gehen. Das würde ich mal versuchen. Aufnahmesession ist gleich zu Ende, aber ich werde es trotzdem mal probieren, ob ich nicht von hier oben nach da hinten kann. Müsste doch reichen, es müsste reichen, es müsste reichen, es müsste reichen, oder? 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 Es hat funktioniert! Vielleicht war das nicht unbedingt der offizielle Weg, aber... Es hat funktioniert. Krass. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann benutzen wir diese komischen Abkürzungswege da, die wir jetzt benutzen können, weil wir ja den Pfad freigeschaltet haben. Und dann werden wir uns jetzt in Richtung Vulkankrater hier uns begeben, wo wir hin müssen. Dann werden die nächste Herzmission. Aber auch nächste Maschinenteil, da muss ich irgendwie mal gucken, wie komme ich denn da hin? Das ist so noch das Einzige, was mich noch ein bisschen wurmt. Wie ich diesen Punkt hier bekomme. Ich kriege ihn einfach nicht, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Aber das wird sich alles noch
zeigen, würde ich sagen. Ne? Das wird sich noch zeigen. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Hier! Okay, da gibt es die ersten, die rummeckern. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Die Story. Und dann sehen, was passiert.